Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Ich glaube, ich hab's verkackt. Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Welch seltener Gast hier auf meinem Kanal. Ja. Mikey, schön, dass du es heute auch mal geschafft hast. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Du hast heute eine große Aufgabe und zwar, ich habe hier ein paar Düfte ausgesucht, werde jetzt hier gleich nochmal so die Top 5 von denen rauspicken und du darfst dann wirklich entscheiden, was sind wirklich die besten Düfte, die ich am Start habe. Bin gespannt, weil ich habe eine echt sehr sensible Nase. Ja? Ne? Also ich mag nicht jeden Duft. Ich suche jetzt erstmal hier die Top 5 raus, wo ich jetzt auch selber denken würde, dass du sie feierst. Bei Prada bin ich mir eh sicher, dass du den liebst. Deshalb glaube ich, würde ich den einfach mal nicht mit reinnehmen. Darf ich trotzdem einmal dran schnuppern? Du darfst selbstverständlich dran schnuppern. Ja, das ist er. One of the best. Guter Duft. Also, mich würde interessieren, was du zu Tom Ford Black Orchid sagst. Auf jeden Fall Viktor und Rolf's Spice Bomb ist auch einer meiner Lieblingsdüfte, den trage ich eigentlich gar nicht. Daher bin ich echt mal gespannt, was du sagst. Deutsch und Gabbana The One. Bei dem Dior Sauvage kann ich mir eigentlich auch schon denken, was du sagst. Darf ich mal? Das ist geil. Ja? Ja. Den hast du nie drauf, ne? Den habe ich immer drauf. Echt? Ja. Hast du nicht immer Prada drauf? Ja, schon, aber den trage ich auch öfters. Das ist er. Ist krass, ne? Es ist wieder so ein typisches Beispiel. Und Freunde, wie gesagt, das ist keine bezahlte Werbung oder sonst was, sondern es ist einfach Real Talk. Wenn ihr einen Duft haben wollt, den, ich weiß nicht, 85% der Frauen einfach geil finden, dann ist es Dior Sauvage. Es ist einfach so. Echt sehr gut. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, also das ist so eine Wunderwaffe. Ich bin immer wieder erstaunt, dass du den jetzt auch so feierst. Ja, der ist richtig nice. Ganz ehrlich, ich bin auch kein Hund, Alter. Ich mach keinen Scheiß hier. Ich packe die aber zur Seite, weil wie gesagt, bei den Düften weiß ich eh, die sind safe, dass du den liebst. Ich würde deine Meinung noch gerne zu Versace Eros wissen. Okay, einen letzten nehme ich noch raus. Dann würde mich die Meinung interessieren zum Klassiker Giorgio Armani Acqua di Gio Profumo. De Profumo. Wo ist denn hier dein komischer Holzduft? Holzduft, ich habe die extra nicht mit Absicht nicht genommen, weil ich wusste, ja, dieser komische orangen Holzduft. Ja, von Louis Vuitton. Ja, ja. Ganz schlimm. Ja, du warst dabei, ne? Galerie Lafayette, aber ich habe mir den gezogen, auf männlich selbstbewusst so angelehnt. Schlimm, ey. Oder du hast noch so einen anderen Duft gehabt, der übelst nach Leder riecht. Ja, Ombre Leather von Tom Ford. Ja. Ich habe halt alle, das habe ich im letzten Video schon gesagt, sehr, sehr viele meiner Düfte sind noch in Berlin. Ich werde sie aber jetzt am Wochenende hierher holen, dann können wir nochmal eine richtig dicke Auswahl machen. Mich würden jetzt erstmal diese Düfte interessieren, wen du hier favorisieren würdest, auf welchem Platz du was rankst. Die lassen wir mal außen vor. Hier, Prada, das ist er, ne? Beide sehr gut. Ich glaube, der ist besser. Thumbnail? Okay, wir starten jetzt trotzdem mal mit Duft Nummer 1 und zwar ist es einer der besten Teenager-Düfte. Es ist Versace Eros für alle Leute, die ein bisschen jünger sind und Party lieben, ja. Und welcher Teenager soll sich das leisten können? Der ist nicht so krass teuer. Echt nicht? Versace? Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Der ist, klar kostet der schon was, aber das ist jetzt nicht so ein 80, 90 Euro Duft. Gerade so der kleine Flakon hier ist nicht ganz so teuer. Okay. Aber ist nur gut. Aber die Verpackung sieht richtig schön aus. Findest du gut? Ja. Du hast ja auch gerade eine Versace-Tapete geholt in deinem Büro. Ja. Ne? Versace, Versace. Sprüh den mal drauf. Das ist für mich so ein richtiger Partyduft. Ich bin echt gespannt, was du zu den sagen wirst. Ich habe den mal bei einer Straßenumfrage verwendet. Mhm. Sag mal. Was haben die Leute gesagt? Will ich nicht beeinflussen jetzt hier. Muss kurz woanders dran riechen. An meinem Achselschweiß. Also riecht, obwohl, doch, also riecht sehr fresh. Okay. Also so richtig wie so, als wenn man frisch aus der Dusche kommt. Ey, stimmt, das ist echt ein Teenager-Duft. Als ich Teenager war, haben alle mal One Million getragen. Ja. Hätte das einer getragen, den hätte ich mir geklärt. Ja? Als Teenager. Scheiße. Ey. Da bist du schon raus. Ich lege das nochmal so dazu, damit du gleich am Ende so ein Ranking treffen kannst. Wir gehen jetzt mal von so einem frischeren zu einem wirklich ein bisschen herberen. Der ist echt Geschmackssache, der ist sehr würzig. Würzig, Viktor und Rolf Spice Bomb. Das ist nicht die Extreme-Version. Die war mir persönlich ein bisschen zu stark. Ich weiß, viele Leute feiern die mehr, finden es besser. Ich finde, das ist ein überragender Duft. Der ist so, der hat so einen krassen Wiedererkennungswert. Wäre jetzt nicht der beste Duft für den Sommer, den sehe ich eher so im Herbst, Winter. Überragend. Also ich finde, das, der ist, boah. Alter. Ja, lass den mal verfliegen. Ich glaube, du hast gerade irgendwie dir in die Nase. Deine Nase ist defekt. Machst du mal auf Axel Schweiß? Nur meine. Da ist richtig. Da stinkt richtig. War ich schon duschen? Riecht genauso wie das Parfüm. Ich war doch schon duschen, ne? Gerade. Warum stinke ich so nach Kot, ey? Wirklich? Ganz schlimm. Warte mal, geh mal her, das erinnert mich an was. Boah, das erinnert mich übelst an was. Hast du nicht gerade irgendwas mit Gewürz gesagt? Ja, es ist ein sehr würziger Duft, ja. Ja, voll. Ich glaube so
Salz? Spaß. Wenn du so einen Schrank hast, wo du all deine Gewürze drin lagerst, ne? Was? Und den dann aufmachst. Boom, genauso riecht das. Nee, mag ich nicht. Ciao. Überragender Duft, okay. Deutsche, nee, gleich am Ende darfst du ranken. Okay, Deutsche und Gabbana The One. Habe ich auch mal eine Straßenumfrage gemacht. Da war es der sogenannte Ladykiller-Duft. Da bin ich mal gespannt. Ist okay. Okay. Also ist für mich kein Ladykiller. Feierst du also, nicht, wenn mal, ein Mann den trägt? Warte mal, Ladykiller im Sinne von, die Frau stirbt, weil es so stinkt? Weil, nee, die Frau, also der killt die Ladies und damit hast du sie safe. Also ich weiß das nicht. Ist eine sichere Box. Von wem ist das? Deutsch und Cabana. Ja, weiß nicht, wer den verarscht hat. Der Ladykiller, der ist es nicht. Nee. Ich bin richtig hart bei sowas, wenn es um Parfüm geht. Du bist ja eine harte Kritikerin. Deshalb bist du auch heute mit am Start. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur eine kleine Auswahl. Sobald meine ganzen Düfte da sind, kommst du nicht drum rum, du musst einmal alles riechen. Ich kann mir schon denken, was du zu Tom Ford Black Orchid sagen wirst. Wenn ich was zu diesem Duft sagen darf, klar, es ist ein Unisex-Duft, aber von der Haltbarkeit einer der besten Düfte, die ich jemals gerochen habe. Ich feiere den. Das ist einfach ein überragender Duft. Also für mich ist das auch Sommer. Ich finde, für mich ist das so ein Sommerduft. Ich weiß, viele Leute sind da auch anderer Meinung und so. Ja, okay, ich habe es heute richtig verkackt. Ne? Ich habe dir wirklich... Okay, ist ja immer. Es gibt auch viele Frauen, die den tragen. Black Orchid, für mich ist das so ein... Ich finde den einfach krass. Nee, da ist es gar nicht. Da ist es eher der Ladykiller. Sommerduft? Wo riechst du denn da den Sommer? Ey? Ich rieche da Untergang. Okay, Giorgio Armani Acqua di Gio Profumo. Einer der besten Sommerdüfte aller Zeiten. Einer der... wirklich ein richtiger Klassiker. Den Duft sollte meines Erachtens jeder bei sich im Kleiderschrank haben. Für alle Sportfreunde, für alle Leute, die den Sommer lieben, die Bock haben auf frische, überragend geiler Duft. Darf ich mal kurz? Ja. Das ist ja leer. So. Man muss halt auch draufdrücken, ne? Ja, der ist ganz gut. Ja? Aber ich finde für den Sommer das besser. Versace Eros? Mhm. Der Eros? Jetzt müsstest du einmal ranken. Auf der linken Seite steht 1, 2, 3. Hier wird der schlechteste stehen. Du darfst jetzt einmal hier, kannst du nochmal riechen, einmal nochmal ein Ranking abgeben. Also wir machen es mal so, ja? Der wäre wahrscheinlich auf Platz 1. Ja, 2. Der wäre auf 2, so, um das mal richtig, richtig abzukürzen. 1, 2. Die wären auf Platz 1. So. Okay, aber wir machen jetzt nur die, ne? Mhm. Hier ist der Beste und da ist der Schlechteste, ne? Ja, okay. Also links, das, die sind Nummer 1, klar, man kennt sie. Das ist wirklich so schlimm. Okay. Okay. Warte, ich bin noch nicht fertig. Okay. Wir haben ein Endergebnis, klar. Dior Sauvage auf Platz 1 zusammen mit Prada Lom. Ich finde auch natürlich selbstverständlich zwei überragende Düfte. Jeder von euch wird sie sicherlich schon kennen. Dann der Teenager-Duft, Party-Duft, Versace Eros auf Platz 3. Dann haben wir hier Giorgio Armani Acqua di Gio Profumo auf Platz 4. The One 5, Victor und Rolf 6. Und Black Orchid 7. Der ist auf jeden Fall komplett raus. Okay, und jetzt würde mich mal interessieren, wie würdest du es ranken? Es kommt immer darauf an, auf was. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, ranke es nach, wie klärst du eine Frau, dann würde ich anders ranken als, ich habe einen Geschäftstermin oder ich treffe mich mit Freunden, ich gehe auf Party, ich bin im Urlaub. Es ist halt immer, ich ranke oder ich wähle halt die Düfte immer nach Situation aus. Echt, oder nach Outfit, ja. Krass, also... Ich habe ein Parfüm seit original 3 Jahren. Für jede Situation, für jeden... Für alles, immer. Echt, ja? Ja, Ariana Grande. Also Leute, das kostet auch nur 30 Euro oder so. Bei Douglas riecht echt gut. Also wenn ich jetzt nur nach Komplimenten gehen würde, wäre das auch 1, 2, 3... Aber du würdest drei, zum Beispiel... Ich glaube, dass... Es ist sowieso Schachspiel, nicht so... Was denn hier mit Salz und Pfeffer? Ja, ich finde, das ist so, ich mag den einfach gerne. Kannst du ja einfach mal in so einen Schrank reinspringen, das ist damit nicht die Salz Leute und Pfeffer, denken, das da ist dein Gewürzschrank. Das ist Salz und Pfeffer. Nee. Wobei ich aber auch sagen muss, Victor und Rolf, wenn es jetzt nur nach dem Feedback gehen würde, was ich bekommen habe, dann wäre tatsächlich Victor und Rolf richtig weit vorne, sogar so, ja. Das wäre dann einfach nur nach Feedback, weil ich den halt super selten getragen habe, aber das wäre so meine Reihenfolge, so was die Ladies mochten oder nicht mochten. Krass, okay. Ja. Wie gesagt, Leute, ich verlinke euch sehr gerne auch mal alle Düfte. Wenn euch das gefallen hat, dass die liebe Maddie mal meine Parfüm
Sammlung oder ein Teil meiner Parfümsammlung bewertet habt, gebt den Daumen nach oben. Sie ist selbstverständlich verlinkt auf Instagram, auf Facebook, auf Snapchat, auf Twitter, auf TikTok. Hast du kein Twitter? Ja, meinem Gast gehört das letzte Wort. Du darfst das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wir schauen mal, was du als nächstes... Du kannst auch gerne mal Outfits von mir bewerten. Wenn ihr darauf Bock habt, dass Maddie mal meine Top 3 Outfits bewertet, schreibt einfach nur Outfit bewerten in die Kommentare. Da hätte ich auf jeden Fall Lust zu. Ich dachte, ich habe das letzte Wort. Ja, hast du ja auch. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.